Grüß und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raiders letzter Offenbarung oder so ähnlich. Naja, ich glaube es zumindest. Also, naja, nachdem wir im letzten Part zugesehen haben, wie Lara irgendwelche perversen Dinge gemacht hat, ich sag nur schieben und so weiter, werden wir jetzt nochmal zurück müssen, da wir ein Problem haben. Wir haben ja nur eine Statue und ich habe nicht die zweite irgendwie übersehen. Ich muss nur irgendwie zurück. Und irgendwo gab es dann noch was, was ich übersehen habe. Glaube ich zumindest gerade. Irgendwo gab es noch was. Ich muss nur noch mal überlegen, wo das war. Naja, auf jeden Fall werden wir hier Lara lüstern oder elegant, erotisch zurückklettern lassen. Wir müssen nämlich erstmal wieder an den Anfang zurück. Das, was ich im letzten Part schon observiert habe, das ist schon richtig, dass ich hier das untersuche. Quatsch, dass ich hier lang klettere. Aber irgendwo war noch was, was ich übersehen hatte. Ach, natürlich, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar diese Tauchpassage. Erinnert ihr euch noch zufällig an die Tauchpassage? Und ich weiß, da wird bestimmt in den Kommentaren stehen, dass da ein Geheimnis ist oder so. Naja, also wie gesagt, ich nehme ja die Videos immer ein bisschen im Vorlauf auf. Oder auf Hintern guck auf. Na gut, jetzt bin ich auf jeden Fall hier wieder. Ganz schön windig. Da spielt das Orchester mal wieder ein schönes Wind, ja, Orakel oder so. Ich weiß es nicht. Ja, so ähnlich wird es auf jeden Fall sein. Also, wo war diese Tauchpassage? Könnt ihr mir das sagen? Ach nee, das war irgendwo an der Seite. Irgendwo an einem, bei einem seitlichen Eingang. Das weiß ich auch soweit. Da muss ich... Ja, Lara, Wände an Kopf kriegen ist nicht so das Wahre. Erstmal Knatterpanks zücken. Ach, ich liebe diesen Begriff. Kätzchen, damit hast du wirklich einen guten Begriff ins Leben gerufen. Jetzt muss ich aber erstmal diesen anderen Eingang wieder suchen. Und das mache ich mit euch, ja? Das mache ich wirklich mit euch. Ich möchte euch ja daran teilhaben lassen. Ja, ich hätte nämlich auch hier lang gehen können. Ist ja egal. Ach, dieser wunderschöne Nebel, der manchmal so im Hintergrund backt. Naja, was backt er eigentlich? Brötchen? Oder so? Ach, okay. Ja, das Wortspiel war nicht das Beste. Ich weiß, ich weiß. Und dann war das, glaube ich, hier lang? Nee. Oder doch? Nee, das war, glaube ich, an der Seite. Und da baut sich wieder der Hintergrund auf. Und so ist es natürlich auch. Der Nebel, der baut sich aufgrund meines schlechteren Grafikprozessoren oder aufgrund meiner der schlechten Programmierung meiner Augen auch erst dann auf, wenn es soweit ist oder wenn es nötig ist. Ne, hier war doch das Geheimnis. Wo war denn jetzt nochmal dieser... War das doch da oben? Das muss ja irgendwo gewesen sein. Naja, auf jeden Fall hat sich irgendwo auch eine Tür geöffnet, die es zu suchen gilt. Ach komm, halt, warte mal. Das hat sich geöffnet. Also war ich hier schon mal. Genau. Ja, Lara, das ist schön, dass du da hochguckst. Und Kameraperson, das ist auch schön, dass du mir dorthin zeigst. Aber das ist nicht weiter schlimm. Und ich glaube, hier unten konnte man auch noch ein paar Goodies aufheben. Preisfrage. Wie konnte ich das übersehen? Ja. Es ist einfach so. Warum hinterfrage ich da eine Logik, das zu übersehen? Ach, ihr merkt schon, ich versuche trotzdem irgendwie für meine Fails eine Logik zu entwickeln. Obwohl wir ja wissen, dass es mit Tomb Raider und Logik nicht so wirklich viel gemein hat. Und mit allen anderen, was mich betrifft, auch nicht. Naja, wie dem auch sei, so sei es drum. Und diese Türen... Lara, du konntest doch diese Türen irgendwie... Ja, genau, das ging nämlich. Und tritt und hier konnte man irgendwo nach Luft schnappen, glaube ich zumindest. Das sollte zumindest alsbald der Fall sein. Ach da. Ja, nehmen wir das doch mal hier. Ja. Okay, ein Geheimnis. Das verbarg sich dann also doch hier hinter. Oh, Harpunenpfeile. Und ein Ausschnitt. Den habt ihr nicht gesehen.
Crossbow Normal Ammo. Ja, wir brauchen aber die Explosive Ammo noch. Damit kann man nämlich wunderschöne Tricks machen. Dazu komme ich aber, wenn wir in Ägypten, da in Alexandria sind. Ja, den habe ich bei der Cupcake-Katze gesehen, diesen Trick. Ich gebe es ja zu, wenn der Trick nicht von mir kommt. Aber so ist das ja mit Wissen. Man erfindet ja auch nicht permanent das Rad neu, sondern zitiert ja Wissen anderer und sowas. Achso, das sah jetzt so aus, als wäre da ein Schalter. Lara, da könntest du durchkommen. Da kommst du auch durch. Gleich zweites Geheimnis in der Nähe. Na, das ist ja auch nicht schlecht. Dann haben wir hier noch diese Pfeile. Ach, ein Medipack. Ja, das nehmen wir gleich mit. Da sind wir doch schön auf Zack. Mutzi-Munition, besser gesagt. Und jetzt heißt es nur irgendwie hier wieder rauskommen. Das ist jetzt das schwierigere Übel. Aber Moment. Lara hat Atemnot, ich weiß. Ja, das ist so atemberaubend, dass wir erstmal uns die wunderschönen Wellenbewegungen des Wassers angucken. Ja, das sind wunderschöne Wellenbewegungen. Findet ihr nicht auch? Ja, ich denke schon, oder? Na gut. Ja, dazu sagen wir mal nichts. Ja, das ist... Man kennt es doch bei mir nicht anders. Der blindeste, 2, 3, 4, 5, multideutigste Let's Player in Deutschland. Ah, gab es hier nicht noch eine Möglichkeit, dorthin zu kommen? Ach nee, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Na gut, wenn es hier nichts gibt, also wenn es hier keinen Schalter gibt, ich kann mich ja nochmal umgucken, falls ihr einen sehen solltet, dann könnt ihr mir Bescheid sagen. In den Kommentaren oder sowas. Aber da hier erstmal keiner ist, müssten wir mal alsbald wieder zurück, um nach Luft schnappen zu können. Überhaupt so lange zu tauchen ist schon eine Meisterleistung. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Hilfe! Nein, Lara! Halte noch 3 Sekunden durch! 1, 2, 3. Okay, hast durchgehalten. Naja gut, das waren 1,5 Sekunden vielleicht. Na gut, da haben wir uns erstmal einige Goodies bemächtigt. Und damit können wir jetzt neue Wege bestreiten, weil sich zumindest eine Tür geöffnet hat. Das müsste die hier sein. Ach ja, genau. Ich erinnere mich. Aber habt ihr es gesehen? Das war irgendwie komisch, dieser grafische Effekt. Solange wir hier noch Platz haben, können wir hier noch abspeichern. Da haben wir nämlich... Ach so, die große Hypostyle-Hall. Nein. Halt, Knatterpanks gezückt. Man weiß ja nicht, ob hier noch was kommt. Ich finde eh nicht alle Geheimnisse. Das sollte klar sein. Und das sage ich eh schon zum 50. Mal, da ich das nicht darauf anlege. Aber wenn ich halt welche finde oder welche noch erreichbar sind, dann kann ich ja versuchen, diese einzusammeln. Ansonsten können wir auch darauf verzichten, ne? Aber umso schöner, wenn wir welche finden, nämlich die Goodies. Die sind unser bester Freund, sollten wir ja mal so in Erinnerung haben. Okay, eine weitere große Anlage mit gefühlten 300 Wegen. Okay, nur noch 299. Ach, meine Sternzeichen mal wieder. Meine Sternzeichen, die hier ihr Unwesen treiben. Warum? So habe ich euch gar nicht entzogen. Ja, ich habe euch höchstens Nahrung entzogen, aber... Also damit ihr nicht so dick werdet, aber... Unter welchem Entzug leidet ihr eigentlich? Unter welchem, bitte? Mit M wie Martha hinten? Also, dann sammeln wir mal hier noch die Fackeln auf. Ich höre was. Gehst du weg? Gehst du weg? Danke. Du kannst mich doch nicht so erschrecken, obwohl ich dich hörte. Also, von dort kommen wir. Da kommen wir vielleicht mal hin. Dann schlage ich vor, gehen wir in diese Richtung.
Aber das mache ich nur, wenn ich das Spiel abgespeichert habe. So. Wie gesagt, tut mir leid, wenn ich immer solche lauten Speichervorgänge tätige. Aber naja, irgendwie muss man ja ein paar Fixpunkte reinbauen. Pistolen. Die Pistolen sind der beste Freund von Lara Croft. Es gibt hier ziemlich viele Ecken. Das wollte ich nur mal so gesagt haben. Sehr viele Ecken sogar. Für meinen Geschmack zu viele. Also ich meine, es gibt einen Joghurt mit der Ecke, aber die hat dann auch nur eine spezielle Ecke. Und dann war's das. Aber ansonsten, naja, ist mir das einfach hier zu viel. Gerade mit den Ecken. Genau, Lara. Da stimmst du mir auch zu, deswegen so ein Kopfschütteln. Ach, du lebst ja immer noch. Okay. Na dann wollen wir das mal ein bisschen anders angehen. Und ich hatte ja mal gesagt, dass es hier keine Statistiken gibt. Da drücken wir mal Taste P. Und was haben wir da? Statistics. Secrets found. 19 von 70. Naja, das ist immerhin schon fast mehr als... Also, von der Anzahl her? Nee, ist es noch nicht, aber... Ich habe hier schon so viele Secrets und in Tomb Raider 3, da hatte ich gerade mal... Naja, schweigen wir drüber. Wie viele waren das? Wenige. Naja, alle werde ich eh nicht finden, aber das ist ja auch nicht schlimm. Wir klettern jetzt hier erstmal nach oben. Warum gerade hier? Weil Lara Croft sich mir widersetzt hat. Und es sowieso egal ist, wo wir hinklettern. Deswegen speichern wir einfach mal. Und schauen uns um. Und warum schieße ich? Ja, Fackel Geizhals, ne? Geizhals-Francine ist wieder am Werke. Obwohl ich das immer genial finde, wenn sie so im Schatten steht. Das hat was. Ach, jetzt sind die Gegner noch so putzig. Das sind Skorpionchen. Und diese Skorpionchen, die kann man halt ganz einfach mal erledigen. Aber das wird sich später ändern. Also, als bald oder so. Man braucht ja kein Geheimnis darum machen, wenn man sagt, dass hier irgendwann noch Mumien kommen. Na, gehst du weg! Nein, nicht vergiften. Das ist giftig. Oder da werd ich giftig. Oder so ähnlich. Jo, Lehrer, hocke dich mal erotisch hin, um diese Muzi, nee, diese Kluzi, Ips aufzuheben. Genau, Kluzi Ips. So heißt das. Ach so, das ist noch nicht sortiert. Ah, okay. Also hier können wir Leute mit vergiften. Das ist die normale Munition. Und ansonsten haben wir 330 Muzi-Munition. Naja, reicht für drei hoch minus 3 Sekunden oder so. Naja, wie dem auch sei. So. Dann gucken wir uns hier drüben noch um. Da haben wir Wide Range oder so, Schrotmunition. Ja, wollen wir die auch mal einsammeln? Also auf jeden Fall in diesem Gebiet, das kann ich schon mal sagen, werden wir irgendwo auch diese zweite Statue finden. Also es gibt hier, naja, oftmaliges Backtracking, wenn man das mal so bezeichnen möchte. Und naja, Backtracking ist halt, dass man zu bereits besuchten Orten wieder zurück muss. Ich wollte es halt nur mal gerade erklären für diejenigen, für die es noch nicht klar ist. Wir hangen mal hier lang. Gucken wir doch mal. Ah, da drüben haben wir... Ja, was sehen meine blinden Augen? Naja, meine zu 95% blinden Augen. Erstmal das hier. Normale Schrotmunition. Aber weiter nichts, außer Dunkelheit. Können wir hier noch rüber? Ah ja. Gucken wir mal darüber. Eigentlich hätte ich auch nochmal rüberspringen können, aber ist ja egal. Und dann gucken wir mal rüber. Genau. Man versteckt Fackeln im Dunkeln. Man versteckt Fackeln im Dunkeln. Hm? Ist logisch. Also ich meine, Fackeln sind ja dafür da, um eigentlich was auszuleuchten, aber nein.
Man muss erstmal blind irgendwo herumirren, um Fackeln zu finden. Ja. Ja, das klingt logisch, oder? Es klingt nach Tomb Raider logisch. Das ist die einzig gültige Erklärung dafür. Aber wirklich die einzige. Andere gibt es nicht. Genauso wie es das einzigste nicht gibt. So, kleine Unterrichtsstunde für zwischendurch. Okay, jetzt haben alle abgeschaltet. Ja, kann ich ja weiter irgendwelche Zweideutigkeiten erzählen. Bekommt ja jetzt eh keiner mehr mit. Nee, da komme ich nicht ran. Besser gesagt, nein, da komme ich nicht ran. Also schauen wir doch mal hier rüber. Und... Oh, bekommen noch ein paar Kluzi-Ips. Und ein Medipäckchen. Na, dann wollen wir das mal aufheben. Damit es nicht so traurig und einsam rumliegt. Ah, wo geht's jetzt noch weiter? Hat mir das mal jemand erklärt? Und was ist da unten? Und was hat das alles mit dem Verschwinden von Lara zu tun? Danke. Ihr habt es gehört, dass ich auf die Enter-Taste gedrückt habe, aber es hat nichts reagiert. Das Spiel wird immer verrückter. Naja, gut. Wie dem auch sei. Wir gucken jetzt einfach mal hier hoch. Nein. Darüber? Nee, da hoch komme ich ja nicht. Aber was passiert, wenn ich dort lang gehe? Oder ist das nur ein Hinweis, dass ich dorthin muss? Ach ja, jetzt geht die Sucherei los. Jetzt geht wirklich die Sucherei los. Oder komme ich... Nee. Also hier sind wir auf jeden Fall richtig, das kann ich schon mal sagen. Und ja, die Jeeps haben eine Vollbremsung hingelegt und von Croys Wagen, was ist denn das für ein Modell? Also, das muss eine Spezialgeländeanfertigung sein oder sowas, weil ich mir sonst nicht erklären könnte, wie er über den Sand so gemächlich fahren könnte. Es sei denn, es handelt sich jetzt um speziell ausgehärteten Sand oder so, der natürlich extra für das Fahrzeug angefertigt wurde, aber so weit sind wir noch nicht. Nein. Und von einem zärtlichen Türenschließen hat ja auch noch nichts gehört. Ich habe nur das Gefühl, dass hier gleich ein paar Gegner kommen. Irgendwie so ein dumpfes Gefühl habe ich dabei. Ich weiß nicht warum. Jetzt heißt es erstmal umsehen. Dort haben wir etwas, wo wir lang können. Dann können wir hier rauf. Genau. Aber das bringt uns im Moment gar nichts. Das ist einfach nur Deko. Oder kann ich da hoch? Und wenn ja, also wenn ich da hoch kann, dann bringt es mir etwas. Observieren wir das Ganze doch einfach mal. Na gut, so hat es nicht geklappt. Also hoch hier. Ja, Lara, ich habe schon verstanden, du gehst... Ja, du gehst irgendwie komisch seitlich. Naja gut, wie dem auch sei. Da oben wird schon nichts sein. Da oben darf sich jetzt einfach mal nichts befinden, laut meiner Definition. Also die Drehungen von Lara, die sind schon ein bisschen befremdlich. Ich sehe da auch nichts. Nee. Nein, ich sehe da gar nichts. Gut, dann dürfte ich gar nichts finden. Schon wieder mal einen Witz über meine eigenen Augen gemacht, aber naja, so bin ich halt. Am besten sind Blindenwitze, die von Blinden erzählt werden. Das sind wirklich die allerbesten. Die kommen dann irgendwie noch komischer rüber. Ist so. Oder besser gesagt, ist so. Obwohl, eine kleine Anekdote aus dem Geografieunterricht zu Gymnasialzeiten. Da habe ich gesagt, ist halt so. Und was versteht mein Geolehrer? Er versteht Alter. Wie kann man da bitte Alter verstehen? Also, nur mal so nebenbei gefragt, weil ich finde nicht, dass das ähnlich klingt, aber na gut, wenn mein damaliger Geolehrer meinte und ich daraufhin eh nicht weinte, gucken wir mal hier lang.
Wir gucken jetzt einfach mal hier hinein. Vielleicht ist es ja schon der Rückweg. Wir kriechen jetzt einfach mal hier hindurch. Lara, du machst das schön auf erotische Art und Weise, ich weiß. Mit deinem Gluteus Maximus in unserem Blickfeld. Ich meine, das ist Tomb Raider, da kann man nur so spielen. Ansonsten erträgt man das Spiel doch gar nicht. Das ist doch so. Jeder Tomb Raider-Spieler müsste mir da eigentlich zustimmen. Weil er weiß, was einem für Qualen erwarten in diesem Spiel. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch nicht lang komme. Lara, mit deinen... Nee, damit öffnet man die Tür schon mal gar nicht, Lara. Man kann zwar viel damit erreichen, das sehe ich ein, aber damit geht einfach nicht alles. Man kann es ja mal versuchen, damit die Tür aufzuhauen, aber... ob das klappt, das könnte vielleicht auch wehtun. Weiß ich nicht. Aber siehst du, Lara, du hast jetzt einfach gesehen, damit geht nicht alles. Es geht viel. Aber wie gesagt, Türen öffnen, also solange bis da kein männlicher Wachmann steht. Also wenn dann da ein männlicher Wachmann wie ich stünde, dann sähe das Ganze wohl schon anders aus. Weil ich dann sagen würde, Lara, okay, du bannst ja eh deinen Weg, ich lass dich gleich rein. Na gut, wir müssen hier lang. Das können wir uns mal so herleiten. Oh. Orchester auf den Schultern. Ich muss nur mal ganz kurz unterbrechen, um abzuspeichern. Ah, am Heiligen See sind wir jetzt. Nee, heiliger Fluss, oder? Lake? Nee, River war doch der Fluss. Also heiliger See. Na dann, müssen wir mal gemäß der Musik schön langsam voranschreiten. Auch wenn wir damit umso langsamer vorankommen. Ach komm, ist egal. Ach, ich finde diese Musik so legendär. Also, welche Musik von denen ist nicht legendär? Müssen wir mal so rumfragen. Aber leider muss ich gerade die tolle musikalische Untermalung unterbinden. Ja, Crocodile Dundee. Achso, ist eh schon vorbei. Tja, liebes Krokodil, das war es für dich. Da haben wir noch ein Medipäckchen aufheben dürfen. Und dadurch haben wir jetzt wie viel... Oh, 22 kleine und 15 große. Ja, das ist ja mal was. Was? 98 wovon? Habe ich gerade 98 irgendwo gelesen? Nee. Na, ist ja auch egal. Der Heilige See, abgespeichert und weiter geht es. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwie zu dieser Tür mal zurück müssen. Also, die Lara aufgrund ihres Vorhandenseins, ihres Körpers, nicht öffnen konnte. Ja, ich habe es mal wieder sehr geschickt umschrieben. Oder umschmeichelt, ich weiß es nicht. Ja, da baut sich einfach mal was auf im Hintergrund. Naja, wir suchen nach Fragmenten. Und man wird fündig im Hintergrund. Nach Grafikfragmenten oder so. Und da haben wir auf jeden Fall ein Kriechloch. Schön. Da haben wir Wasser. Da kommen wir auch wieder raus. Noch netter. Aber ich möchte mir das gerne mal angucken. Ach, da war wieder dieser nette Grafikbug. Naja, ich finde diesen Grafikbug gar nicht mal so schlimm, muss ich sagen. Er sieht ja irgendwie noch toll aus. Also so schön aussehende Grafikbugs, die haben ja noch was. Aber wenn man das so mit ihrem Gluteus Maximus vergleicht, dann kommt der Grafikbug da nicht dran. Das sieht aus wie eine geheime Kammer ohne Secret-Geräusch. Oder ist das einfach der normale Weg, um voranzukommen? Wir gucken einfach mal. Da unten haben wir auf jeden Fall was. Ja. Ohne Worte. Ohne Worte. Wir lassen einfach Bände sprechen. Mensch, Person hinter der Kamera, vor allem Kamerafrau, reiß dich doch mal zusammen.
Es ist ja. 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 Ne? Da wissen wir schon wieder Bescheid. Ich sag's ja. Die Person hinter der Kamera ist doch einfach pervers. Das können wir doch hier den unschuldigen Blicken meinerseits nicht zumuten. Oder so. Nee, du, ich glaube, hier bin ich richtig. Ne, gehst du weg. Gehst du weg, lieber Skorpion. Ne, ich glaube, hier muss ich hin. So. Ja, keine Munition, diese unendliche Munition verschwenden. Nee, ich glaube, hier komme ich auch noch mal hin. Nee, hier muss ich hin. Deswegen muss ich da erstmal im Heiligen See irgendwas untersuchen. Hier ist auch, glaube ich, Heiliger See, oder? Doch, das musste so sein. Deswegen werde ich doch noch mal zurück. Komme ich gerade von dort? Nein, oder? Ich vergesse schon wieder, woher ich kam. Gucken wir doch einfach runter. Doch, das muss das sein. Und das musste auch mal wieder sein, seitens der Person hinter der Kamera. Also mal schnellstmöglich zurück, um uns diesen See anzugucken, der dort vor sich hin sieht. Wo lang? Links oder rechts? Natürlich laufe ich in die falsche Richtung. Das war sowas von klar. Da war doch schon wieder so ein kleiner Bewohner. Ja, also meine Sternzeichen sind hier inflationär vertreten. Das muss man so mal festhalten. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wovon die sich unterhalten. Wovon die sich ernähren, besser gesagt. So, dann hier umgedreht. Und runter mit dir. Ja, und dann gibt's jetzt Badespaß. Naja, Lara, du wolltest immer baden. Deswegen nichts wie rein hier. Halt. Davor müssen wir abspeichern. Das können wir ja nicht zulassen, wenn hier irgendwie mal ein Fehler passiert oder so. Wir wollen ja was Längerfristiges vom Badespaß haben, ne? Deswegen erstmal hier unten am Boden umgeschaut. Man weiß ja nicht, was am Boden so alles liegt. Vor allem Zeugs, was, naja, schwimmen kann und auf Lara sich richtet. Nee, das nehme ich so nicht hin. Nö, das macht man nicht. Spielladen. Woher kamen die auf einmal? Was hat Carmen damit zu tun? Ach so, da kommt ja schon der Erste. Na, wenn der Erste schon eifrig dabei ist, hierher zu kommen, dann zücken wir mal die Knatterpengs. Ach so, da kommen sie ja schon. Ja, gut, dass die im Vorwärtsgang auch nicht schnell sind. Da kann man sich ja wirklich noch Zeit lassen. Noch ein bisschen Käffchen trinken und sowas. Und das dritte Tierlein, das müsste hier auch irgendwann sein. Wie kamst du auf einmal? Das konnte ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, liebe Entwickler. Das erschien mir jetzt nicht sehr logisch, was ihr da gemacht habt. Aber na gut. Sei es drum. Schnell raus hier. Umdrehen. Knatterpengs zücken. Und mal wieder, ja, die Krokodile erledigen. Waren das schon alle? Vermutlich. Ich sag mal mit Vorsicht vermutlich. Und dann sollten wir uns noch ein bisschen. Ach so, jetzt habe ich doppelt gespeichert. Naja, ist egal. Ist egal. Um das Tee nicht zu vergessen, das arme Tee. Das arme, arme Tee, immer wird es ausgelassen. Dabei hat es doch niemandem etwas getan. Es ist doch einfach nur ein Tee und möchte ausgesprochen werden. Aber es gibt ja genug Wörter, zum Beispiel, wo drei Tees drinne vorkommen, wo das Tee sogar richtig betont wird. Oder so. Ich vermag es nicht auszusprechen, das Wort, aber es gibt es. Gott, hier gibt's so viele Wege, liebe Entwickler. Das könnt ihr doch nicht machen. Vor allem nicht mit mir, Orientierungslegastheniker. Oder so. So, du bekommst dein Fett weg. Danke. Schön, dass wir miteinander gesprochen haben. Da gibt's auch noch ein Flatterviech.
Schön, dass wir jetzt wenigstens das hier geklärt haben. Und ich weiß auch im nächsten Part gar nicht mehr, wo ich lang gucken soll. Bin ich einmal hier? Kann ich hier um die Ecke gucken? Kann ich hier noch lang? Dort geht es steil bergab. Was gibt es denn noch hier alles? Okay. Hier gibt es nichts weiter in dieser Ecke. Lara, gehen. Nee, umschauen. Nicht gehen oder sowas. Lara ist gehend. Um das in ein Prädikat umzuwandeln. Die Kamera fuhr jetzt irgendwie ganz komisch. Nee, da ist nur Decke. Alles klar. Und hier ist auch nichts weiter. Na gut, dann bleibt uns ja nur übrig, irgendwann mal nach unten zu gucken. Aber ja, das ging einen ziemlich an die Decke. Lehrer, schäm dich ab in die Ecke. Und ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen. Und zu guter Letzt sage ich, im nächsten Tomb Raider 4 Part sieht man sich.